Und wie läuft dein Business? Hallo alle zusammen! Heute sprechen wir über die Top 10 wichtigsten denglischen Nomen. Was ist Denglisch? Es ist ein Mix von Deutsch und Englisch. Und wir benutzen denglische Wörter ganz oft im Alltag. Los geht's! Das Training. Training ist Englisch, aber das ist Deutsch. Der Artikel für Training ist das. Zum Beispiel kannst du sagen, kommst du heute zum Training? Ja oder nein? Kommst du heute zum Training? Ich gehe jeden Tag zum Training. Der Coach. Heute Abend muss ich noch mit meinem Coach sprechen. Nummer 3. Das Business. Das deutsche Wort für Business ist das Geschäft. Aber wir sagen auch sehr oft Business. Zum Beispiel, und wie läuft dein Business? How is your business going? Und wie läuft dein Business? Nummer 4. Das Meeting. Das deutsche Wort für Meeting ist die Sitzung. Die Sitzung. Aber wir sagen heutzutage ganz oft Meeting. Das Meeting. Zum Beispiel, wir haben heute 18 Uhr ein Meeting. Kommst du? Oder das Meeting war todlangweilig. Total langweilig. Oder todlangweilig. Dead boring. Nummer 5. Der Service. Diese Firma hat einen sehr guten Service. Nummer 6. Die Band. Also eine Musikband. Zum Beispiel, ich liebe die deutsche Band Rammstein. Nummer 7. Das Internet. Oder zum Beispiel die Internetverbindung. Die Internet Connection. Das Internet ist ein englisches Wort und die Verbindung ist ein deutsches Wort. Der Computer. Ich muss meinen Computer anschalten. I have to turn on my computer. Ich muss meinen Computer anschalten. Oder ich muss meinen Computer ausschalten. I have to turn off my computer. Wir sprechen in dem nächsten oder übernächsten Video darüber. We will talk about that in the next or the one after the next video about that. Im nächsten oder übernächsten. Nummer 9. Der Link. The Link. Ich klicke auf den Link. Und das letzte Wort, Nummer 10, die Website oder die Webseite. Das ist beides okay. Zum Beispiel, meine Webseite heißt learngermanwithanya.com. learngermanwithanya.com. Und wie heißt deine Webseite? What is the name of your website? Bitte schreibe einen Satz mit einem der Wörter in die Kommentare auf Deutsch und du benutzt das englische Wort. Und dann sprichst du schon perfektes Denglisch. Und bitte verwende den richtigen Artikel. Use the right article. Verwende den richtigen Artikel. Das ist ganz wichtig. That's very important. Gut, das ist alles für heute. Wenn dir dieses Video gefällt, dann bitte Daumen nach oben. Oder du kannst auch sagen, bitte like das Video. Liken ist ein denglisches Wort. Bis nächste Woche. Dankeschön und tschüss.